Heute berichtet Jens Dücker über Sumer, das Land zwischen Euphrat und Tigris. Kein anderer Ort der Welt ist von größerer Bedeutung für die Entwicklung unserer Kultur und unserer Zivilisation. Bereits zu Beginn des dritten Jahrtausends vor Christus hatten die Sumerer ein Bewässerungssystem geschaffen. Sie erfanden die Keilschrift, konnten Bruch rechnen und Quadratwurzel ziehen. Hören Sie also nun, heute stirbt, wer gestern zur Welt kam. Sumer, Wiege der Kultur. Inuma Elish, Lanabu Shamamu, Shaplishtum Shuma Latsakrat, Zuapma Reshtu Zarushuun, Muti Amat Mualidat. Als droben die Himmel nicht genannt waren, als unten die Erde keinen Namen hatte, als das abgestorbene Schilf sich noch nicht angehäuft hatte, Rohrdickicht nicht zu sehen war, als noch kein Gott erschienen und mit Namen benannt war und keinem ein Geschick bestimmt, da wurden die Götter aus dem Schoß von Apsu und Tiamat geboren. Ishikuma, Gipara, Lakisura, Susa, Lashea, Enumaan, Lashupu, Manama, Shuma, Latsukuru, Shimatula. Wenn die Dämmerung sich über das weite, flache Land am Euphrat legt, kehren die Tempelherden unter den Rufen der Hirten heim. Die Staubwolke, die die vielen schleppenden Füße aufwirbeln, verdüstert den gedeckten Gang durch Uruks Stadttor und wallt über den Rinderpferch des Inanna-Heiligtums. In das Blöken und Meckern des Kleinviehs mischt sich das Brüllen der Kühe, die gerade gemolken sind. Sie warten auf Gerste aus den Tempelscheunen als Abendfütterung. Ziegen und Schafe sind in ihren Hürden an den Mauern des Heiligtums untergebracht. Das Tagwerk der Tempelhirten ist getan und sie drängen sich zur Ausgabestelle ihrer Ration Bier und Brot. Auf den Straßen der Wohnquartiere von Uruk, die wie Schluchten zwischen Lehmmauern sind, nur unterbrochen durch kleine Kapellen, hier beginnt jetzt in der Abendkühle vielerlei Leben. Schreiber, Priester und Hofbeamte in modisch gekräuselten Zottenrock schlendern stolz vorüber. Und die Knaben haben endlich die harten, in Reih und Glied stehenden Lehmbänke der Tempelschule verlassen dürfen. So stellt sich der Assyrologe Hartmut Schmökel den Alltag in der sumerischen Stadt Uruk vor, im Jahr 2900 vor Christus. Ein gewagter Versuch, mag man meinen, ohne Zeitzeugen, Ton- oder Bildaufzeichnungen. Dass der sumerische Alltag so romantisch war, darf auch bezweifelt werden. Aber seit 1877 die ersten groß angelegten Grabungen in Südmesopotamien begannen, haben die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Erde unzählige Details über das Leben der ersten Hochkultur abgerungen. Hochkultur. Bezeichnung für Kulturkreise verschiedener historischer Epochen, die sich durch entwickelte Formen technischer Naturbeherrschung, komplexe Mechanismen und Institutionen der sozialen und politischen Ordnung sowie durch anspruchsvolle intellektuelle Reflexions- und Kommunikationssysteme und künstlerische Leistungen auszeichnen. So steht's im Lexikon. Durch archäologische Grabungen im heutigen Irak kann diese abstrakte Definition durchaus mit Leben gefüllt werden. Zunächst kam die Architektur, kamen die Grundrisse der Städte in zwei Stromlern zum Vorschein. Im Zentrum der alles beherrschende Tempelbezirk mit den Wohnungen der Priester und Priesterinnen und Tempeldiener, den Stallungen, Werkstätten und natürlich dem prächtigen Heiligtum auf der weithin sichtbaren Hochterrasse. In späteren Phasen bekamen die Städte repräsentative Palastanlagen der neu entstandenen weltlichen Macht. Drumherum gruppierten sich die großzügigen Wohnungen der Oberschicht und in engen, verwinkelten Gassen die Häuser der einfachen Menschen. Die Architektur gibt schon einige Anhaltspunkte über die soziale Differenzierung der Gesellschaft,
also die Ungleichheit ihrer Angehörigen. In den Mauern der Städte haben uns ihre ehemaligen Bewohner die Werkzeuge und Gerätschaften hinterlassen, die sie benutzten. Bilder und Plastiken, die Aufschluss über Tracht und Kleidung geben. Und Tontafeln mit seltsamen, früher für Ornamente, nämlich für Vogelfüße gehaltenen Einritzungen. Die Keilschrift. Seit ihrer Entzifferung erhalten wir Auskunft über nahezu alle Verhältnisse des altmesopotamischen Alltags. Da gibt es klangvolle königliche Proklamationen und Bestandsverzeichnisse der Kaufleute, literarische und religiöse Texte, ja sogar persönliche Briefe oder sumerische Sprichwortsammlungen. Wer viel Silber hat, mag glücklich sein. Wer viel Gerste hat, mag zufrieden sein. Doch wer nichts hat, kann ruhig schlafen. In einen offenen Mund fliegt die Fliege. Wer wie ein Herr baut, lebt wie ein Sklave. Wer wie ein Sklave baut, lebt wie ein Herr. Empfangen ist leicht, Schwangerschaft beschwerlich. Du kannst einen Fürsten haben, du kannst einen König haben, aber der Mann, den du fürchten musst, ist der Steuereintreiber. Sei nachsichtig mit deinem Feind, wie mit einem alten Ofen. Mesopotamien, Land zwischen den biblischen Strömen Euphrat und Tigris. Kaum ein anderer Ort der Welt ist von größerer Bedeutung für Geschichte und Entwicklung dessen, was wir Kultur nennen. Kultur und Zivilisation. Hier entwickelte das Volk der Sumerer die Wurzeln dazu. Die Sumerer. Früher nahm man an, dass dieses Volk in der Mitte des 4. Jahrtausends auf unbekannten Wegen in das südliche Mesopotamien einwanderte und die an Zahl geringere Urbevölkerung unterwarf oder assimilierte. Jedoch spricht inzwischen mehr dafür, dass sie selbst die Ureinwohner waren. Sumer, die Südhälfte des späteren Babylonien, liegt heute im Südosten des Irak und ist mit 20.000 Quadratkilometern etwa so groß wie Hessen. Ein Land, in dem Milch und Honig fließen, fanden die ersten Kolonisten nicht vor 5.000 Jahren, sondern eine kahle Schwemmlandebene und in den langen Sommern einen von der sengenden Sonne steinhart gebrannten Boden. Statt Vegetation ein dörrender Nordwestwind, der ihnen den Staub ins Gesicht blies. Im Winter stürmischer Südwestwind mit gelegentlichen Platzregen, die die Ebene in sumpfigen Morast verwandelten. Und die Frühjahrsflut von Euphrat und Tigris machte daraus eine Wasserwüste. Aber die Sumerer haben das Land zu Beginn des 3. Jahrtausends bereits weithin verändert. Die großen Sümpfe sind enger geworden, die Ufer der Flüsse wurden teilweise schon befestigt. Zwischen den Strömen wurde ein Bewässerungssystem geschaffen, das den Frühjahrs- und Herbstfluten durch hohe Dämme Einhalt gebietet und dem dürren Steppenboden durch Kanäle, Hebewerke, Gräben und Rinnen das Wasser der Ströme zuleitet. Auf dieser Grundlage entstanden Stadt- und städtische Kultur, entstanden die unabhängigen sumerischen Stadtstaaten, von denen Uruk zunächst der bedeutendste war. Zur Bildung eines sumerischen Reiches kam es nicht. Die einzelnen Städte waren Regierungs- und Verwaltungszentren, von denen aus die gewaltige Gemeinschaftsleistung der Urbarmachung des Steppenbodens organisiert bzw. befohlen wurde. Aus Wüste wurden üppige Gärten und Dattelhaine, fruchtbare Getreidefelder und fette, nie ganz verdorrende Weiden. Ein Werk, das durch Jahrtausende einer Millionenbevölkerung die Ernährung sicherte. Erst die Vernachlässigung der Römer und Parther und die Zerstörung durch die Mongolen vernichtete diese Leistung. 11/12 des blühenden Landes wurden wieder Wüste. Der Irak versucht nun mit modernen und kostspieligen Methoden an die sumerische Urbarmachung anzuknüpfen. Die blühende Landwirtschaft der Sumerer erzeugte große Überschüsse. Mit dem Exporterlös bezahlten sie ihre Einfuhren. Und eingeführt werden musste im Schwemmland Mesopotamiens, in dem Ton der einzige Rohstoff war, alles. Metalle, Holz, selbst Stein.
Aus diesen Rohmaterialien fertigten die Handwerker von Ur und Uruk, Nippur und Lagash wiederum begehrte Exportartikel. Das waren zunächst Steinkrüge und Rollsiegel, später Metallgegenstände. Grabungen zeigen, dass die Sumerer schon sehr früh eine rege Handelstätigkeit entfalteten. Zeugnisse sumerischen Kunsthandwerks haben die Archäologen in Ägypten, in Persien, am Golf von Issus und vor allem auch in Indien gefunden, woher die Sumerer im Gegenzug Elfenbein bezogen. Sieh an seine Mauer, deren Friese wie Bronzeschalen scheinen, ihren Sockel beschau, dem niemands Werk gleicht. Steig auf die Mauer von Uruk, wandle darauf entlang, prüfe das Fundament, sieh auf das Mauerwerk. Ist es nicht aus gebrannten Ziegeln und gut? Gilgamesch erbaute Uruks Mauer. Gilgamesch. Der sagenumwobene Herrscher von Uruk hat, so nimmt die Wissenschaft heute an, wirklich gelebt. Im 27. Jahrhundert vor Christus. Er ließ die Stadt mit ihrer starken, berühmten Mauer umgeben. Die dichtende Nachwelt erkannte das große Werk an, ohne die damit verbundenen Opfer zu beschönigen. Schwer lag ihres Königs Hand auf ihnen, und seine Herrschaft dünkte Uruk hart. Die Mauer, rühmenswert in späten Tagen, in harter Fron ließ er sie bauen. Es arbeiteten die Männer Tag und Nacht. Es durfte der Sohn den Vater nicht suchen, nicht durfte das Mädchen zum Geliebten. Was lebte, diente einzig nur dem Bau. Des Murrens seiner Untertanen offenbar überdrüssig, verließ der König seine Stadt, um in der Welt Ruhm zu erlangen. Gilgamesch, wohin irrst du? Das Leben, das du suchst, du wirst es nicht finden. Als die Götter den Menschen schufen, teilten sie ihm das Todesschicksal zu. Das Leben behielten sie in eigener Hand. Du, Gilgamesch, iss und trink, lass dir's gut gehen Tag und Nacht und Freude deine Tage füllen. Sieh auf das Kind an deiner Hand, dein Weib erfreue sich deiner Umarmung. Solcher Art ist der Menschendasein. Das Gilgamesch-Epos. Die einzelnen sumerischen Erzählungen wurden später von den Babyloniern zu einem großen Epos verdichtet. Ein Beitrag Mesopotamiens zur Weltliteratur. Sein Held, ein Abenteurer, aber auch ein Grübler auf der Suche nach dem Sinn menschlichen Seins und nach dem ewigen Leben. Das Kraut, das Unsterblichkeit verleiht, findet er zwar auf seinen Irrfahrten, aber er verliert es gleich wieder. So ist das Leben. Jedenfalls in der konsequent nihilistischen Weltsicht der Sumerer. Eigentlich wurde der Mensch nur geschaffen, um den glückslüsternen Göttern Nahrung zu verschaffen und Häuser zu bauen, die lästigen Plagen des Alltags von ihnen fernzuhalten. Heute stirbt, wer gestern zur Welt kam. Wie vom Blitz wird der Mensch ins Verderben gestürzt. Bald möchte er singen vor Freude, bald jammernd Klagelieder anstimmen. Zwischen Morgen und Nacht wandelt sich der Menschen Gesinnung. Im Hunger fühlen sie sich wie die Toten, in der Fülle als Rivalen der Götter. Geschieht ihnen Gutes, so faseln sie von himmlischer Erhebung. Sind sie im Unglück, so lärmen sie von ihrem Sturz in die Hölle. Dieser Klage entsprach eine fatalistische Haltung. Was blieb einem übrig, als sich der Willkür der Götter zu unterwerfen, in der Hoffnung auf Milde? So war das Haus des Stadtgottes Mittelpunkt des Lebens. Der nicht aus Lehm, sondern aus kostbarem Kalkstein gebaute Stufentempel war religiöses wie auch wirtschaftliches und politisches Zentrum und Gerichtsplatz. Glauben und Leben sind eins. Den Göttern gehört alles Land. Herr der Stadt ist der, dessen Heiligtum alles überragt. Hier im Tempel stapelte sich die Ernte,
Hier sammelten sich die Viehherden, wurde das Fleisch der Schlachttiere verteilt, die Felle und Häute gegerbt. Handwerker arbeiteten in Tempelwerkstätten. Auf den Höfen trafen sich die Karawanen der Kaufleute. Hier wurden neue Kanäle entworfen und ihr Bau als Gemeinschaftsarbeit organisiert. Der Tempel, ein riesiger Konzern. Doch allmählich änderten sich Politik und soziales Leben. Wachsender Wohlstand weckte Begehrlichkeiten und Machtdünkel. Die sumerischen Stadtstaaten befehdeten sich untereinander. In solchen Krisenzeiten wählte die Versammlung der freien Männer einen Führer auf Zeit als Chef des Militärs. Auch wenn die Institution der eingeschränkten Volksversammlung in den folgenden Epochen erhalten blieb, sollte sie doch bald viele Kompetenzen abgeben. Denn die Krisenzeiten mehrten sich. Im Kampf um die Vorherrschaft über das ganze Land bekriegten sich die sumerischen Stadtstaaten um 2800 vor Christus immer häufiger. Die Herrschaft der befristet gewählten Führer wurde zur Dauereinrichtung und schließlich zur erblichen Monarchie. So bedeutete Königtum für den Herrscher die Beherrschung der Kriegskunst, wie die Historiker das Schlachten von Menschen so gerne nennen. Unterstützt von einem riesigen Apparat von Aufsehern, Schreibern und anderen Beamten, war der König in erster Linie oberster Verwalter der göttlichen Güter. Auf den Lugal, den großen Mann, gingen nach und nach aber auch die Ämter eines Richters und Hohepriesters über. Der königliche Palast trat in Konkurrenz zum Tempel. Alles Land gehört den Göttern, das war ohnehin Theorie. Die Götter mussten sich wohl eingestehen, dass ihr Grundbesitz in der Praxis zwischen Tempel und königlichem Hof aufgeteilt wurde. Daneben bildete sich eine Kaste von Großgrundbesitzern, die sich die kleinen Privatäcker aneignete. Diese drei Großen waren auch die Eigentümer der meisten Sklaven, die am unteren Ende der sozialen Leiter standen. Kriegsgefangene oder verschuldete ehemalige Freie, die erst Familie und Kinder, schließlich sich selbst in die Sklaverei verkaufen mussten. Immerhin war den Sklaven erlaubt, Handel zu treiben, sich Geld zu leihen und sich ihre Freiheit zurückzukaufen. Das Gros des Volkes bildeten die Bauern und Fischer, die Schreiber und Kaufleute, die Schmiede, Tischler, Gerber, Töpfer und Ziegelbrenner. Einige von ihnen waren freie Unternehmer, die meisten aber traditionell Bedienstete des Tempels. Oder sie arbeiteten für den König, der hatte schließlich auch genug zu tun. Die sumerischen Könige ließen Tempel errichten, Wege bauen und instand halten. Sie sorgten für Seeverkehr zu Handels- und Tauschzwecken. Und natürlich für den Bau und die Instandhaltung von Schutzdämmen und Bewässerungskanälen. Wollte der König sein eigenes Loblied hören, so ließ er nicht unbedingt seine gewonnenen Schlachten besingen. Vielmehr rühmte er sich seiner Tempel, der neuen Kanäle, die er graben ließ, oder der alten, die er instand gesetzt oder erweitert hatte. Notwendig für den Handel war natürlich auch der Bau von Straßen. Einer der sumerischen Könige wies ausdrücklich und voller Stolz darauf hin, dass er nicht nur die Wege in gut passierbarem Zustand erhielt, sondern auch eine Reihe von Raststätten hatte bauen lassen, in denen die Reisenden erquickende Nachtruhe finden konnten. Das hat er persönlich getestet, denn er sprach von sich selbst als einem eiligen, raschen Reisenden über die Landstraßen des Reiches. Und die zu sichernden Landstraßen waren sehr lang. In Syrien wurden sumerische Handelskolonien vom Ende des 4. Jahrtausends ausgegraben. So konnte sich ein gewisser Lugal-Zaghesi viele Jahrhunderte später vielleicht mit Recht rühmen, alle Länder vom Persischen Golf bis zum Mittelmeer zu beherrschen. Nach dem, was das Stadtbild von Ur im Grundriss hergibt, dürfte sich der dortige Basar im 3. Jahrtausend vor unserer Zeitrechnung kaum von einem heutigen unterschieden haben. Zwiebeln, Bohnen und Gurken wurden feilgeboten, Datteln, Äpfel und andere Früchte, Käse und Gewürze, Trockenfisch, Enten, Hammel und Schweinefleisch. Die sumerischen Bauern fuhren üppige Ernten ein. Dafür sorgte nicht nur das fruchtbare Schwemmland, sondern auch Saatpflug und eine ausgeklügelte Fruchtfolge. Auch Gasthäuser hat es wohl gegeben. Ob dort Skat gespielt wurde, weiß man nicht, aber was die Sumerer gebechert haben, das wissen wir durch überlieferte Braurezepte. Sie hatten ein leicht berauschendes Getränk auf Getreidebasis erfunden, das Bier.
Natürlich gab es auf dem Basar auch Ringkämpfe, Glücksspiele und Erzähler, die Geschichten um Helden und Götter zum Besten gaben. Zum Beispiel die von Uruks Schutzgottheit, der Liebesgöttin Inanna und ihrem Gatten Dumuzi, deren Verbindung alljährlich in der heiligen Hochzeit des Königs und einer Hohepriesterin nachvollzogen wurde. Besonders glücklich scheint die Ehe aber nicht gewesen zu sein. Als Inanna auch noch Herrscherin der Unterwelt werden wollte, wurde sie dort von der amtierenden toten Königin umgebracht. Aber Inanna wurde von Enki, dem Herrn der Götter, wiederbelebt und durfte die Unterwelt unter der Bedingung verlassen, dass sie einen Stellvertreter beibringen kann. So stieg die Göttin mit einer Schar Dämonen wieder nach Sumer herauf und suchte einen Stellvertreter. Als sie ihren Gatten so gar nicht trauernd vorfand, ließ sie ihn von dem teuflischen Greifkommando in die Unterwelt schleifen. Sagen wie diese wurden nicht nur mündlich überliefert, sondern auch aufgeschrieben. Wie man überhaupt den Eindruck bekommen kann, die Mesopotamier seien recht schreibwütig gewesen. Dabei entstand die Schrift nicht zu Ruhm und Preis der Götter, sondern aus ökonomischen Bedürfnissen. Sie war Voraussetzung für Organisation und Verwaltung der riesigen Gemeinschaftsanstrengung, auf der die sumerische Wirtschaft basierte, für die Ausnutzung aller Arbeitskräfte und die Versorgung der Ausgenutzten. Der überreichlich vorhandene, leicht knetbare und schnell steinhart trocknende Lehm des Schwemmlandes war zusammen mit dem Rohrgriffel ideales Schreibmaterial. Die zeichnerisch und rechnerisch Begabten wurden Berufsschreiber. Schreiben ist die Mutter der Beredsamkeit und der Vater der Künste. Die Schrift. An ihrem Anfang stand die Keilschrift der Sumerer. Die Phönizier entwickelten aus diesen Keilen das Alphabet. Von ihnen übernahmen es die Griechen, die es an die Römer weitergaben, und so kam es an die mittelalterlichen Mönche, die Buchdrucker, die Computerprogrammierer. Die Sumerer selbst mussten sich noch im dritten Jahrtausend dem Einwanderungsdruck anderer Völker beugen. Um 2300 vor Christus wurde Sumer von den Akkadern erobert, ein Volk, das zur semitischen Sprachfamilie gezählt wird. Ihr Anführer Sargon nannte sich Herrscher der vier Weltgegenden. Noch einmal wurde im 21. Jahrhundert der sumerische Staat wiederhergestellt. 100 Jahre lang erleben Schrift und Literatur eine Blütezeit. Die sumerischen Schulen waren Zentren der Wissenschaft. Zehntausende von Dokumenten hat die Archäologie ausgegraben, darunter das erste bekannte Gesetzbuch des Sumerer Königs Ur-Nammu. Seit Beginn des zweiten vorchristlichen Jahrtausends fallen aber immer mehr semitisch sprechende Stämme in Mesopotamien ein, bis sie es schließlich ganz beherrschen. Im Norden des Zweistromlandes entsteht das Assyrische Reich, im Süden erobert sich Babylon die Vormachtstellung. Als Ordnung und Gesetz vergingen, als Städte fielen, Häuser stürzten, da Sumers Flüsse bitteres Wasser führten, als die Gestade kranke Pflanzen nährten und Mütter nicht mehr ihre Kinder wiegten, da war an fremden Ort verschleppt der Königsthron. Und niemand wagt, die Straße zu betreten, da feste Städte in Ruinen liegen und Sumers starkes, schwarzgelocktes Volk im Kampf erschlagen ist. Das Schicksal, das der Rat der Götter hat beschlossen, kann niemand ändern, niemand wenden. Die Sumerer und ihre Städte vergehen, ihr Geist bleibt erhalten. Die neuen Herrscher sehen sich selbst in der Nachfolge der sumerischen Kultur. Noch im 7. Jahrhundert vor Christus lässt der assyrische König Assurbanipal im ganzen Land Tontafeln sammeln und übersetzen. In Ninive haben die Archäologen Teile seiner Bibliothek ausgegraben. 25.000 zweisprachige sumerisch-akkadische Tontafeln. Eine einzigartige Sammlung. In Mesopotamien bleibt Sumerisch über viele Jahrhunderte Kultsprache, deren Studium den Hauptteil des Lehrplans an babylonischen Schulen bildet. Aus den Keilschrifttexten wissen wir einiges über diese Schulen. Bruchrechnen, Quadrat- und Kubikwurzelziehen standen auf dem Lehrplan. Rechenaufgaben. Der Flächeninhalt einer ungleichseitigen Ackerfläche ist zu bestimmen.
die Anzahl der Ziegel, die man zum Bau einer Mauer benötigt, oder das Raummaß der Erdmassen, die zum Aufschütten einer Rampe erforderlich sind. Textbücher von Professoren wurden ausgegraben, studentische Übungsfibeln und Wörterbücher, Abhandlungen über das Schulleben. Der Sumerischlehrer sagte: »Warum sprichst du nicht Sumerisch?« Er schlug mich und sagte: »Deine Handschrift ist schlecht.« Er schlug mich. Ich begann, die Schreibkunst zu hassen. Der Autor fühlt sich an seinen Lateinunterricht erinnert. Wie die heutigen Schüler altrömisch, dürften die babylonischen Schüler Sumerisch gelernt haben, als tote Sprache. Denn sonst im Gespräch, in der Geschäftskorrespondenz und Diplomatie war das babylonisch-akkadische üblich. Trotzdem, Sumer wirkte weiter, bis heute. Nicht nur die Technik des Schreibens haben uns die Sumerer überbracht. Durch das, was sie damit festhielten, haben sie die Kultur des Abendlandes mitgeprägt. Die rationalen und pragmatischen Vorstellungen der Sumerer durchdrangen, umgeformt durch den Monotheismus der Hebräer und die griechische Philosophie, die Ideenwelt des Westens. 7 Tage und 7 Nächte lang raste die Flut über das Land. Und das große Boot wurde herumgeworfen von den Stürmen über der Wasserwüste. Dann erschien Utu, der Sonnengott, und goss Licht über Himmel und Erde. Von der ursprünglichen sumerischen Sintflut-Erzählung sind nur Bruchstücke erhalten. Die babylonische Bearbeitung hingegen berichtet ausführlich auch vom mesopotamischen Noah und seiner Arche. Viele alttestamentarische Geschichten haben sumerische Vorläufer. Kain und Abel, die Sprachverwirrung, Hiob. Auch Hymnen und Sprüche, Psalmen und Salomos Hohes Lied haben Gegenstücke in der mesopotamischen Literatur. Der griechische Hades ähnelt verblüffend dem sumerischen Totenreich, dem trüben Schattenreich ohne Wiederkehr. Die großen Philosophenschulen Athens fußen auf den kosmologischen Werken babylonischer Astronomen, die sich selbst als Nachfolger sumerischer Sternforscher verstanden. Der Unterdrückte soll diese Schrift lesen und sein Recht finden. Diese Verheißung könnte auch für das Anliegen des modernen Rechtsstaates gelten. Vor knapp 4000 Jahren ließ sie der Babylonierkönig Hammurabi in Stein hauen. Sein berühmter Kodex fußte auf weit älteren sumerischen Gesetzeswerken. Unter Erwähnung wert ist vielleicht auch die Aufzeichnung einer Tonleiter für die sumerische Harfen- und Leiermusik, gefunden auf einer Tontafel aus der Zeit um 1500 vor Christus. Wir stehen also heute am Ende einer langen Reihe, deren Anfang die Sumerer markieren. Die Schrift ist nicht ihre einzige Hinterlassenschaft, mit der wir täglich umgehen. Im 4. Jahrtausend vor Christus bauten sumerische Handwerker das erste Fahrzeug auf Rädern, einen Ochsenkarren mit massiven hölzernen Scheiben auf Achsen. Sumerische Mathematiker benutzten nicht unser Dezimal, sondern ein Sexagesimalsystem mit der Grundzahl 60. Das Rad, den Kreis, teilten sie entsprechend in 360 Grad ein. Und wer sich heute über die additionsunfreundliche Einteilung der Stunde in 60 Minuten zu 60 Sekunden ärgert, der darf sich bei den Sumerern bedanken. Noch über die Jahrtausende hinweg spricht Mesopotamien so zur heutigen Welt. Auch wenn die mittlerweile so laut geworden ist, dass ein in unsere Zeit versetzter Sumerer uns kaum verstünde. Würde er einen Tag in unserer Welt ohne Herzinfarkt überleben, so würde er sich wundern über unseren Umgang mit der Technik, zu der er den Grundstein legte. Er, der die Wüste urbar machte, um sich durch bescheidenen Überschuss in der Landwirtschaft Zeit für Muße und Literatur zu schaffen, würde den Kopf schütteln über die, die Böden vergiften, um sich Asthma, Allergien und Zeit zum Fernsehen zu bescheren. Die Sumerer standen am Anfang. Stehen wir am Ende? Sie hörten einen Beitrag von Jens Dücker über Sumer, die Wiege der Kultur. Es lasen Wolf Euber, Beate Himmelstoß und Wolfgang Hinze. Regie Anja Buschkowski, Redaktion Ingrid Leitner.